Großen und Ganzen. Wir gehen hinein in die Pick und Bun Phase vom dritten Spiel Origin vs. G2 und wir sehen hier wieder die gleichen Buns auf Seiten von Origin, die haben gut funktioniert im zweiten Game, also zieht man die auch wieder durch und man sagt jetzt aber, hör mal, Sven, du alter Kalista-Main, dir lassen wir deinen Signature-Champ jetzt nicht mehr offen. Jetzt wird's vielleicht interessanter, jetzt könnte man vielleicht einen Zero-Fast-Pick sehen, weil Kalista jetzt weg ist und man will jetzt nicht wieder nochmal einen S-Will into Zero picken, man hat im ersten Game gelernt. Also ein Sieve Pick ist hier auf jeden Fall sehr gut, weil es ist noch Maokai Open, es ist Echo Open, es ist Graves und Kindred Open. Das heißt, G2 könnten jetzt zum Beispiel Maokai oder und Kindred picken, aber OG hätte dann noch immer zwei Entscheidungen übrig, die dann auch Open werden. Also ich hoffe, ich sehe den, wir sehen den Sieve Pick. Wenn jetzt wieder Kindred pickt, damit man halt wieder Sieve und Maokai oder Braum weggeben und... Oder Sieve und Trundle, damit eben Origin nicht die Chance hat, Trundle zu picken und Sieve da ein bisschen zu countern, oder? Und auch gut sein, Maokai, Trundle haben wir eh gesagt, ist eine gute Combo zu picken, damit man eben die Chancen von OG dann ein bisschen einschränkt in der Pick und Ban. Aber sie lassen sich sehr lange Zeit, entscheiden sich für die Kindred. Jetzt wird halt wieder die Siebe kommen. Oh, Siebe Echo. Also G2 sieht jetzt, dass Soa sein Echo ziemlich gut ist und wollen ihn eben wegpicken. OG kann sich jetzt für Maokai und Trundle entscheiden. Die Frage ist, was sind OG picken? Die könnten natürlich auch ein Gragas spielen, weil Gragas, wie gesagt, ein gutes Matchup unter Echo ist und halt eine ähnliche Aufgabe wie ein Maokai erfüllt. Andererseits ist ein Maokai halt immer ein bisschen verlässlicher. Also man geht hier für die verlässliche Option, den Maokai und den Braum. Braum ist gut defensive, wenn man diese im Teamfight spielt, da kann man mit dem Shield diese Umrang-Ricochets Dodge abblocken mit dem Braum und diese Bumerangs machen halt den meisten Schaden, diese Mini-Umrangs. Also man muss jetzt auch den Maokai nicht picken, weil eben Echo schon gepickt wurde, aber sie entscheiden sich für den Braum, da eben Trundle nicht so useful ist gegen Echo, oder? Nehme ich mal an. Man will halt einfach diesen Braum von Hybrid hinein. Braum ist sein Signature-Temp und wenn man Braum von ihm einfach for free wegpicken kann, dann sollte man das auch tun. Jetzt zickt man hier Bart. Bart into Braum ist ein Matchup, was gar nicht mal so gut für Bart ist, weil das Gute am Braum ist, du kannst den Sun blocken, du kannst den Q von Bart einfach mit seinem Shield abwehren und damit nicht mehr der Stun auf dich übertragen. Das heißt, du kannst ihn einfach einsaugen und Bart ist einfach relativ useless dagegen. Also man könnte jetzt wieder eine Orianna von Power of Evil sehen. Hat die ersten zwei Spiele schon sehr gut funktioniert. Im zweiten Spiel konnte er carryen. Im ersten Spiel hatte er auch die besten Stats von OGs Seite. Also ich fände jetzt auch eine Lissandra nicht schlecht, muss ich sagen. Einfach noch ein bisschen die Maokai zu unterstützen. Azir. Azir ist natürlich auch offen. Stimmt, aber die ganze Serie ist offen, ne? Ja, das ist uns gar nicht aufgefallen. Also Azir ist auf jeden Fall einer der stärksten Midlaner mit Ryze zusammen. Ich glaube, im ersten Game war er gebannt. Voll stimmt. Das war von G2 Seite gebannt, glaube ich. Ja, als letzter Bann. Das Gute an Azir gegen Sieve ist, Sieve will zum bestimmten Zeitpunkt an in die Midlane gehen und 12 gehen. Und Azir ist der einzige Midlaner, der das verhindern kann. Azir kann Sieve immer poken in der Midlane und der ist einfach extrem gut dagegen. Und jetzt ist auch der Set durchgekommen, da man sich eben für den LeBlanc-Bann entschieden hat. Ja. Und jetzt sehen wir mal den Set und jetzt sehen wir mal, was ein Set so machen kann und wieso jedes Team Set bannt. Das erste Set gewürzt den ganzen Series bis jetzt. Und wir haben auch schon gesagt, Set ist extrem gut gegen Azir auch. Einfach all in. Set gegen Eswil kauft ja schon Armor. Die haben Kindred Ulti, die haben Maokai, die haben Braum. Und Azir mit Exhaust und vielleicht auch sogar Sonias. Also da würde ich echt sehen, was der da machen kann in diesem Game. Aber Zed ist ja nicht zum Teamfighten da, sondern eher zum Split-Pushen und da muss man jetzt schauen, was OG gegen Zed dann im Split-Push einsetzt, weil die haben einen Maokai, die haben Azir, aber Azir und Maokai sind eben nicht so gut gegen einen Zed im Split-Push, da kann man ja nicht viel dagegen machen. Also wir werden ich habe schon gesehen, in Skirms, dass ein Azir okay gegen Zed Wave-Kling kann am Tor mit X-Horst und so, das bist du da fein, das ist kein Problem. Wen geben gibt dir die besseren Karten für dieses Spiel? Ich würde G2 sagen. Obwohl die Performance von Perks letztes Game nicht gut war, aber jetzt hat er den Set bekommen und Perks ist einfach ein exzellenter Assassinen-Spieler und ich glaube, dass er dieses Game wieder eventuell carryen kann. Ich würde sagen Origin, weil diese Kombo mit Maokai, Braum und Azir ist einfach ziemlich brachial, wenn man halt dieses alte Game mal steht. Die mögen es halt immer fürs Game-Comps zu gehen und wenn ihr das dieses Mal schafft, dann ist das Game ziemlich over. Jawohl. Eure Tipps und eure Meinung zu diesem Spiel und vor allem zu diesen Picks in der Midlane. Was haltet ihr denn von Azir gegen Zed? Könnt ihr gerne ins Hashtag LCSGare schreiben. Wir gehen jetzt ins Spiel rein und ich gebe ab an unsere beiden Kommentatoren Maxim und Sola. Yay, Game 3. Es steht 1-1. Wir sind am Start und wir haben jetzt mal so einen kleinen Playmaker mit dem Perks, mit dem Zed in der Mitte gegen Power of Evil of Azir. Ich weiß gar nicht, wann ich
ihn auf diesen Champion mal gesehen habe. Irgendwie eigentlich mehr so ein X-Packet-Champ, würde ich fast schon sagen. So ein Control-Mage, Anivia-like so ein bisschen. Na, weil ich glaube, X-Packet auch ist ja auch so. Control-Mage. Das stimmt, also. Ja. Das stimmt. Ich bin vor allem gespannt, ob sich der Z-Bun in Spiel 1 jetzt erklärt macht so ein bisschen. Wir haben uns ja gewundert, mehr oder weniger, Z-Bun momentan in der Meta, ist das wirklich worth? Aber diesmal ist er durchgekommen. Power of Evil mit Exhaust am Start hat, denke ich, eine ganz gute Chance, die Lane zu überleben. Invade jetzt auf jeden Fall 5 Mann von Origin. Man trifft auf Trick, allerdings nur mit dem SBQ. Und die tiefen Mords werden wieder gestellt. Ja. Also es wird wieder geschaut, ob wir in den Dual Lane normalen Lane-Swap sehen oder. Das ist die normale Lane-Swap-Variante mit den 2 oder 4 Turrets. Das ist wahrscheinlich die haarigste von allen. Da kann man halt viel philosophieren. Die Champions, die bleiben aber häufig die gleichen. Na? Das ist auch so ein Punkt, wo die Leute sagen, und hier ist die S, die hat immer die gleichen Picks. Naja, wenn du halt die Auswahl zwischen Trabant hast und Porsche. Ich habe letztens übrigens auf der Straße so ein richtig altes Ding gesehen, wo wirklich nur 2 Leute hinpassen, du hinten noch diesen Ersatzreifen dran hast. Bestimmt 100 Jahre altes Auto. Ja. Mindestens. Also vor 100 Jahren waren die Autos halt. Ja, ja. Sick. War auf mit der Autobahn 300 auch. Da waren noch fast immer Geschütze oben drauf. Ja. Aber heute ist es nicht mehr so. Und vorne auch so eine Schnauze. Mit ja, so und Haare. Genau, und eine Nase. Und hat so ein bisschen gewirrt. So. Ja. Jetzt haben wir dann die Gangschaltung betrieben hatte. Also eine Peitsche war das. Ja. Deswegen sagen wir heute auch Gangschaltung. Reimt sich. Also du bist halt einfach GG. Ja, wir haben eine Dual Lane auf der Top Lane. Also auch nichts Überragendes, aber die Champions bleiben immer die gleichen. Das ist einfach so. Echo ist gerade super stark. Wer kann halbwegs gegen Echo arbeiten, ist Maokai. Weil Maokai auch eine ähnliche Konstanz mitbringt. Du brauchst einen Carry Jungler, dann nimmst du Graves und Kindred, Popindred. Und der Rest ist quasi Pick und Bun abhängig. Sie wieder super stark. Es ist natürlich klar, dass wir immer die gleichen sehen. Ich bin zwar ein bisschen angeekelt davon, dass wir Ezreal wieder sehen, aber Origin wird halt. Oh, schöner Stun. Den könnte man abholen. Der Heal. In letzter Sekunde Amazing. Der geht auch rein und holt den Kill. Dass er das übersteht, war wirklich stark. Und Amazing, der holt jetzt hier die Powerplays raus. Na, der war ja im Split eine Möwe. Aber jetzt immer besser. Perks versucht es auch in der Mitte Druck auszuüben. Aber knapp, die Soldaten. Power of Evil mit dem Autotech-Schaden. Flash. Das war richtig. Forciert hier. Also wieder extrem früh Aggressivität ausgeübt. Aber bei Amazing stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber das kommt dann auch wieder so ein bisschen. Dementsprechend, der Split ist egal, solange du in den Playoffs performst. Hier, der Stun trifft, dann eh, er weiß exakt, wie viel Schaden er machen kann. Das ist der springt hier rüber, flasht quasi weg, bevor der Autotech ankommt, weil er weiß, das Ganze reicht. Der exakt eingeschätzt, wie viel er letztendlich tanken kann. Und das verdiente First Blood erhalten. Jetzt schon sein Tracking Smite am Start. Also im Endeffekt wieder extrem gut hier für Origin. 1-0, 800 Gold Vorsprung. Schauen, ob sie das wieder snowballen können. Absolut göttlich gemacht. Es war auch ein Level 2 Gang, ne? Dem Chat ist aufgefallen. Es ist nicht ungewöhnlich. Wir haben sehr häufig Kindred Level 2 Gangs gesehen. Das sind eigentlich ja, du brauchst halt nur potentesten. Ja, dein W ist halt so ein bisschen. Ist ein Bonus nur. Ja, es ist okay. Ich, so, aber es ist jetzt nicht der Brüller. Oder der Knaller. Je nachdem. Oder die Bombe. Oder die Explosion. Oder. Krass. Ja, das. You will lose. Sehr, sehr gut. Naja, Amazing macht jetzt weiter. Hat jetzt dadurch auch einen Stack bekommen. Da muss man dazu sagen, in den ganzen Prozess hat er auch Bart markiert. Ja. Doppelt praktisch dann quasi. Was auch in der Midlane, als gerade Power of Evil sein 1v1-Track gegen Perks eingegangen ist. Flash und Exhaust verloren. Perks hat beides noch zur Verfügung. Und den Level-Vorteil. Wir sehen es, Perks Level 5. Power of Evil Level 4. Hat zwar jetzt noch ein paar Minions am Tower, aber Perks wird auf jeden Fall Level 6 erreichen. Bevor Power of Evil seine Ult oder sein Exhaust hat. Und wenn er das gut ausnutzt, hat jetzt sogar den Dirk am Start. Serrated Dirk, also mit der extra Armor Pen, könnte das gefährlich werden. Jetzt aber erstmal Gefahr für Trick. Der verliert allerdings nur sein Raptoren-Camp und nicht sein Leben. Ärgerlich, das. Also Amazing hat es nochmal probiert, einfach nur zu stealen. Das kann man voll nachvollziehen. Jetzt rotiert er nach unten. Das finde ich gut. Dass er jetzt sagt, Leute, wir haben gerade Trick unter Druck gesetzt. Er ist in die Base jetzt gegangen oder viel zu low. Das bedeutet, ich kann mich im Jungle austoben. Und bitte nimm jetzt die Krabbe, please. Invaded jetzt noch ein bisschen. Bitte geh da runter. Hol dir die Stacks. Das sind free Stacks. Es gibt ja immer verschiedene Theorien, die aufgestellt werden, wenn man ein Game sieht, wo eine Kindred die Dinger ignoriert. Eine davon ist quasi, wenn die Krabbe später abgeholt wird, hat sie ein niedrigeres Level. Und
Das Passive von der Kindred soll wohl Jungle Monster mit dem niedrigsten Level markieren, wobei ich da auch nicht so ganz von überzeugt bin, dass das so konstant ist. Erstmal ist das niedrigste Level Minion Kikis hier. Wow, sie forcieren auch das Flash. Da sieht man auch den Respekt, den die Leute vor Kindred haben. Es wäre wirklich nur die Markierung, der Stun allerhöchstens durchgekommen. Er war ja vor allem Full HP. Also. Ja, aber der Base Damage, der ist wirklich dieser Breaking Point. Nimmt jetzt aber auch die Krabbe, also hat quasi einen Flash passiert, dann die Krabbe genommen, ist ein richtig nerviger Teleport, Jungler. Teleport, 4-Mann-Gang hier auf der Top-Lane. Ja, Soas mal wieder bedroht, aber keine Minions zur Verfügung. Kamera, du darfst gerne noch Top-Lane gehen, ja. Soas da am Start, hat noch seinen Flash. Midlane aber auch Action Power, wie ist down. Das war genau der Punkt, den du angesprochen hast. Soas, forciert noch einen Flash-Trick. Wenig Range. Der könnte hier vielleicht sogar wegkommen. Nee, da ist der Auto-Tag ist durch. Das kriegt sogar Sieber den Kill, das ist nicht schlecht. Emperor kann man das hier in der Situation ruhig geben, also G2 mit einem guten Vorteil zu Beginn und die Midlane-Vorteil genutzt. Powerfeel ist jetzt noch nicht mal Level 6 und das wird Perks brutal nach vorne snowballen muss, jetzt. Vor allem, der muss das ja. Ein Zed ist, finde ich, vom Snowball her noch krass abhängiger als eine LeBlanc. Definitiv, also wieder ähnliche Züge wie im ersten Spiel hier. Natürlich die Botlane von Origin diesmal besser dabei. 10-Farm hier Sven sogar vorn, hat seine Träne plus Kull. Also das ultimative Scaling-Item-Bild hier auf einem AD-Carry. Auf Ezreal natürlich vertretbar. Aber ja, 1000 Gold, der Unterschied. Perks 2 Level inzwischen über Power of Evil. Gut, jetzt noch 1. Power of Evil gerade Level 6 geworden. Das ist natürlich bitter, aber Power of Evil wird da vielleicht noch für bezahlen. Du darfst den Löwen nicht ärgern. Sonst tötet er dich. Und deine Kinder. Alles klar. Ich geh da rein. Ultimate ist raus. Oh mein Gott! So close! Und jetzt das legendäre 1v1. Jetzt ist er alleine. Er ist ja selber auch. Er smitet den Red Buff, damit er hier nochmal Leben bekommt, um im 1 gegen 1 besser dabei zu sein. Da kommt nochmal der Schatten. Und es ist sogar nochmal der Assist für Perks. Und wir haben es gesagt. Ja, Hybrid, du kriegst nochmal den Kill. Was? Der ist seit 100 Jahren ignited. Da sehen wir es mal auf der Top-Lane. Das war nicht der beste Dive, da waren nämlich gar keine Minions am Start. Soas geht dann hier auf Emperor nochmal, hat das Beste nochmal rausgeholt. Hier hätte er vielleicht die Bard-Journey nehmen können, um ehrlich zu sein. Dann rausflashen, weil da war Hybrid nicht in der Lage, den Q zu treffen, weil er so weit weg stand. Hier der Flash jetzt gleich von Emperor. Ich glaube, der sollte über die Wand gehen, aber nicht ganz so funktioniert. Im Endeffekt dann aber der Kill trotzdem an ihn gegangen. Und ja... G2. Sind zwar nur 700 Gold vorne, aber das Gold liegt genau auf den richtigen Zielen. Ja, das ist halt so ärgerlich, dass Power of Evil zwingend auf Teufelgum raus diesen Fight haben wollte. Er wirft sich so weit zurück. Er ist Asien, er scaled einfach Granate, er muss nur farmen. War natürlich super knapp. Der war da ein Autotech weg. Perks hatte vielleicht 50 Leben oder so. Aber der Unterschied zwischen diesem einen Autotech waren jetzt eben mindestens nochmal 400 Gold, weil er hat in der Mitte wieder Farm verloren. Er hat einen Kill plus 2 Assists abgegeben, was ja mehr Gold wert ist als ein Kill ohne Assists. Ist jetzt immer noch ein ganzes Level hinten. 40 Farm nach 8,5 Minuten. Und wird einfach da ist das Deathmark. Aber das reicht ist nicht. Aber kein Schaden drauf. Er jagt ihm jetzt ein... Lol, der Damage. Kann nochmal mit der Ult zurück. Ist Perks immer unter zwischen down. Zwei Türmen. Ja. Der Heal, der kann nochmal raus. Kann immer rein. Was macht der denn? Der hat das überstanden! Der hat, glaube ich, nicht mehr mit dem Heal von Emperor da gerechnet. Oh, jetzt ist Emperor vor allen Dingen selbst bedroht. Oder nee, der dreht das Ganze mal um. Q ging daneben. Miffy kann also nochmal davon rennen. Diese leuchtende Bindung von Bart hat er nicht ganz getroffen. Eieiei, der wusste jetzt selber nicht, was hier abgeht. Der Heal war natürlich sick. 0-3 Power of Evil. Eieiei. Und wenn du eine Sache gegen G2 nicht machen darfst, dann ist es Perks auf einem Assassin gut ins Spiel bringen. Der deletet nämlich dann nämlich Sven. Und das haben wir im ersten Spiel gesehen, wie viel Spaß der hatte. Der Vorteil ist natürlich, er hat immerhin Iceborn, also ein bisschen Rüstung. Es ist besser als, sagen wir mal, Ezreal ist wahrscheinlich noch so mit der beste AD Carry gegen einen Set. Weil du kannst als drittes Item eine QSS bauen, du hast ein bisschen Armor. Aber hier sehen wir es nochmal, viel Damage. Dann nochmal die Ult. Dass hier nicht so viel Damage von Perks rüberkam, war klar, weil er hat ja gerade Q und E rausgemacht. Aber hier der Q. Der war einfach wunderschön getroffen. Er stirbt dann jetzt hier im Endeffekt nochmal, ja, aber... Die Ult-Reaktivierung war nicht clever. Das hier hätte er überlebt. Er hätte einfach nur nach hinten laufen müssen. Der Heal von... Wobei, nee, er wäre sonst, glaube ich, nicht in der Range von Emperor gewesen. Emperor kam ja von unten. Er hätte einfach nur seine Ult nicht reaktivieren sollen. Hybrid war schon auf dem Weg. Er hätte einfach sofort High Five mit ihm abgeklatscht. Das eventuell. Aber naja. Drake nun genommen. Origin will also das Beste nochmal rausholen. Power of Evil im 1 gegen 1 gegen den Blue Buff. Leidet dann natürlich extrem drunter. Muss dann also danach nochmal Base. Das ist auch so eine Mechanik, wo du deinen Blue Buff und dessen Effektivität verschwendest, weil du ja in der Basis bist, hier in dem Fall verschwenden musst. Perks wird ihn jetzt jedes Mal einfach ulten. So, das ist halt gestört.
Man sieht es auch am Item mit von Power of Evil. Der ist super lückenhaft. Der hat jetzt hier zwei Dagger am Start, noch ein Zauberbuch. Er wird wahrscheinlich trotzdem als erstes Item Richtung Nashor's gehen. Das heißt, das Sonias ist noch in ungreifbarer Entfernung. Er hat das Exhaust zwar am Start, aber da wird Perks dann irgendwann auch nur noch drüber lachen. Geht jetzt hier schon Richtung Humus. Botlane nun gefährdet. Die Ult auf dem Tower, Sven, ist sowas von tot. Ja, er wird auf jeden Fall laufen müssen, aber man kann nicht Sieber weglaufen. Deswegen ist das kein Problem. Der Chat war ganz kurz verwirrt. Und zwar aufgrund der Aussage, dass ein Kill mit Assists mehr wert ist als ein Kill ohne Assists. Und das ist natürlich vollkommen richtig. Weil du gibst deinen Teammate nochmal 200 Gold. Starker Dodge. Ah, der kommt dann noch weg. Oh, schöner Schild. Der muss jetzt sich ein bisschen achten. Was ist denn hier unten los? Alter. Amazing, jetzt ebenfalls am Stern. Warum wollt ihr denn auf Teufel komm aus den Turret halten? Perks kam dann in der Mitte auch noch weg. Was ich aber sagen wollte ist, das Assist Gold wird ja oben drauf gerechnet. Holst quasi aus einem Kill 450 Gold raus, statt 300. Ihr Söhne. Aber trotzdem wieder wesentlich mehr Aggression, als wir es hier erwartet hätten. Also im Vergleich zu den anderen Spielen, was Europa angeht. Und teilweise sogar in A. Hier unglaublich aggressives Best of 5 bisher in allen Spielen. Hier sehen wir es nochmal auf der Botlane. Schöne Bart-Ult. Ich glaube, Sven hätte fast... Das wäre egal. Er hätte vielleicht in die Bart-Ult rein. Aber nee, dann hätte das Q von Hybrid perfekt gesessen. Ich glaube, es wäre wirklich irrelevant gewesen. Ob er jetzt hier die 2 Sekunden länger überlebt oder nicht, aber dass Amazing hier nochmal hingeht, was hat er sich da erhofft? Das Teleport kam raus, klar, aber im Endeffekt hat Kikis nicht mal einen Assist gekriegt, oder? Kriegt er hier noch? Doch, okay, er hat einen Assist gekriegt, aber den hätten die auch ohne Kikis easy diven können, also Amazing. Kikis hat so den Kill gekriegt. Trotzdem, da wieder Decision Making nicht on point seitens Origin. Natürlich wieder so ein bisschen den Tilt mit einberechnet, wenn der Midlaner 0-3 steht. Aber Power of Evil. Es ist halt wirklich bitter. Es ist wieder dieses Klischee. Zweimal konnte er nichts dafür. Einmal hat er sich ein bisschen überschätzt. Das ist halt so. Manchmal muss man greedy sein. Und ich glaube, das haben auch viele... Ich weiß nicht, ob viele das kritisieren, weil ich finde, Power of Evil ist so ein zurückhaltender Spieler, der wirklich vorsichtig eher spielt und dann mit den, also im späteren Spielverlauf sehr, sehr effizient wird. Und diese These, die er auch, glaube ich, selber einfach gerne ausführt und die einige kritisieren, wird ihm halt zum Verhängnis. Also er will jetzt die Plays machen und wird dafür gepunished. Aber die Frage ist, wie viele Plays kannst du mit Asi mit den Items machen? Ja, du musst ja noch farmen. Genau, das ist der Punkt. Er muss diese aggressiven Plays gar nicht machen. Klar, einen Kill tut einen Asi auch gut auf... Das ist ja überhaupt nicht fraglich, aber was er riskieren muss, um diese Kills zu bekommen, haben wir gerade gesehen. Und im Endeffekt, ein Kill mehr auf einem Set ist wesentlich wertvoller, weil er viel schneller auch damit snowballen kann und viel härter Leute damit one-shottet. Der Wave Clear von Power of Evil ist natürlich trotzdem schon alles andere als schwach. Fünf Mann jetzt in der Mitte seitens G2, 4 von Origins. Sowas auf der Botlane. Hat sein TP aber am Start. Kikis eventuell mit dem Stun auf Power of Evil, aber der kommt nochmal raus. CV Ult gezündet. Aber kein Turmschaden. Misty auch den Shit zur Seite gepackt, was ich auch sehr ungewöhnlich finde. Ich weiß nicht, ob er Perks Tricks Damage negieren wollte. Aber die Wahl war jetzt nicht überragend, der Turm wird aber definitiv fallen. Bart Engage trifft hier Mitty. Den könnte man abholen. Oh, der Stun hat nicht gesessen. Oh, Hybrid fast gepunished dafür. Man nimmt aber wieder Power Wheel auseinander. Der ist danach der Asia Wall exploded. Der Damage ist aber auch abartig hoch und Perks im alter Manier. Der tauntet seine Gegner natürlich. 4000 Gold sind sie jetzt hier schon vorne. Kikus snackt sich einfach den Red Buff nebenbei, während Soas da vorbeiläuft. Jetzt ist er aber eventuell in Gefahr. Er hat keine Ult mehr und er wird hier abgeholt werden. Und das nur für den Red Buff. Das war fahrlässig. Das jetzt auch Perks nochmal mit dem Engage. Oh, da rein! Putz! Da ist er down! Ey, das ist halt ein Set gegen den ADC. Das ist einfach nur Erbrochenes auf deinem Balkon. Das willst du einfach nicht haben. Aber ich weiß auch nicht, ob das hier die richtige Entscheidung ist, die Mana-Mune zu rushen. Ich glaube, dass die Armor vom Iceborne, die wäre hier essentiell gewesen, um ehrlich zu sein, für Sven. Da sehen wir nochmal den Engage. Power of Evil von Kikis abgeholt worden. 1-0 Trade. Kikis überschätzt sich dann aber nochmal und geht, wie gesagt, Richtung Red Buff, was auf jeden Fall einfach unnötig war. Aber ja, ich denke, wäre Sven, er hätte vom Gold her jetzt einen Iceborne haben können. Und 65 Rüstung mehr gegen einen Set, der Armor-Pen stackt. Und wie gesagt, die Rechnung ist immer noch, wenn den Gegner viel Rüstung hat, ist Armor-Pen ineffizienter. Das wissen wir nicht. Das wissen wir natürlich nicht. Wir wissen auch nicht, ob Assists mehr Gold geben als keine. Das ist immer noch diese 1000 Armor-Regel. Ja, die werden never forget. Naja, Power of Evil, ich weiß gar nicht, wer hier nebenbei so gestorben ist. Der ist einfach exploded. 0-4-0. Amazing steht gut, also die ganze Kritik, die man während des Splits oder die auch an sich selbst verteilt hat während des Splits, löst sich gerade in Luft auf. Also er gibt sich hier größte Mühe, nimmt zumindest die Kills. Aber muss auch dazu sagen, ist 100% daran beteiligt. Also es ist kein Problem.
zieht es also eiskalt durch. Die nächste Krabbe. Nochmal vernichtet, ganz wichtig, weil Mazing bekommt es nicht. Boah, ich bin jetzt auch schon zwei Level behind. Der ist auf dem Level des AD Carries. Das ist halt wirklich keine gute Ausgangsposition. Soas jetzt eventuell nochmal mit der Dive gefallen. Amazing Schaden! Schaden ist hoch, Amazing's Ult. Oh, da geht der Reingang jetzt wieder raus. Der weiß nicht wohin. Nein. Nur ein Ult und man rennt. Einmal mit offenen Armen. Wow, das also noch so lang durch. Vor allem viel Damage, der hier nochmal gemacht hat. Das war nicht schlecht. Im Endeffekt sein Team auch nicht zur Stelle. Und ja, Sven ist mal. Tschüss! Was? Lauf doch nach links! Er hat es niemals geschafft. Er wollte in die Base. Der Laser ist schon getriggert. Er wollte einfach nur in die Base. Botlane-Turm wird dann auch nochmal verteidigt werden. Also das war jetzt nicht unbedingt die beste Aktion von Perks. Hat zwar Sven mal wieder ein Stück weiter nach Tiltland geschoben, aber hier der Shutdown auf jeden Fall rough für Origin. Wir können hier den Turm verteidigen. Aber das... Der Abstand ist riesig. Schöne Journey auf jeden Fall. Das war eine richtig schöne Reise. Da hast du deine Koffer auch ewig für gepackt. Oder es war einfach nur die Treppe runtergehen. Und dann irgendwie wieder hoch. Magic ist stolpern. Magic ist wirklich so. Naja, Drache wird genommen. Es ist der erste für G2, also ein guter Spike. Ich denke, Perks ist derjenige, der am meisten davon profitiert und es am meisten merken wird. Sie müssen sich halt mit ihrer Komposition oder Zusagen eigentlich beeilen. Ja. Der Engage ist einfach weit der fliegt. Inhib-Turret, aber es ist egal so. Und du kannst mir nicht erzählen, dass er jetzt hier nicht einfach hätte nach links weiterlaufen können. Kannst du mir nicht erzählen? Nee. Laser, kannst du mir nicht erzählen, dass er das nicht überlebt hätte? Drauf, wahrscheinlich. Der Laser drauf ist, der Laser vom T2-Turret, alles klar. Es ist Laser im Haus. Da kannst du nichts machen. Oh. Hast du mal den Damage vom Turret gesehen? Hast du mal die Menge an Autotext gesehen, die der durchbringt? Hast du mal die Menge an Schritten gesehen, die er hätte gebraucht? Naja, man muss ja auch manchmal Statements setzen. Der Kill bleibt so, wie er ist. Naja. In der Mitte wird gewave-cleared. Emperor ist halt auch mit 3-0-1 ziemlich gut dabei. So ist... Ja, will ja sein Leben nochmal riskieren anscheinend, weil Kikis, der Kikis riecht halt eh nicht tot. Das ist zwar schöner Schaden, den Maokai ausdrücken kann, das muss man ihm lassen. Und sie wollen jetzt das 2 gegen 1. Amazing ist zur Stelle. Das W ist aktiviert. Kikis hat noch seine Ultimate. Bringt. Oh, Amazing flasht! Ja, der trollt die doch jetzt einfach. Tschüss. Ist er noch Ult? Ja, der rennt einfach raus. Oh, ist ein bisschen schnell. Und oh mein Gott! Er kommt weg! Outplayed, wow. Outsunned, er outsmarted. Er hat sogar noch Flash. Ja, der geht ja mit dem E rüber. Doesn't care. Oh, Kikis. GG. On the Hand. Wieder diese Bard Engages. Diesmal auf Sven nicht ganz gelandet, aber sie kriegen wahrscheinlich den Turret dafür. Ja, der ist sofort tot. Emperor sehr mutig, sehr weit nach vorne. Epic Journey wieder von Hybrid. Oh, der Stun! Der Bart, der hat so viel Swag! Der kann den einfach so gut stunnen. So eine Riesende. Das war aber, ich würde sagen, das war das längste Q, was er im ganzen League of Legends spielt. Eine richtig gute Hitbox. Die Hitbox ist GG. Er wird mit einem Würfel geworfen und wenn 1 bis 6 drauf ist, dann wird er gestunt. So, jetzt sehen wir es hier nochmal. Die Reise des Kikes. Da, der Stun schon mal nicht getroffen. Flash von Amazing, ist egal. Kikes, der ist ein bisschen schnell. Ja, die Stacks auf Level 11 sind so. Ein Trip. Von der dann kommt Power Beam von oben. Jetzt hätte man einfach umdrehen sollen seitens... Zack. Also schnell kannst du nicht reagieren. Das stimmt. Also SOS hat ihn ja auch nicht gesehen. Also, vielleicht hätte er einen W rausdrücken sollen. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch cooldown. Wir wissen es nicht. Aber... Der Kikis, der trollt die Leute. Also solche Spiele machen auch, denke ich, die Tour einfach Spaß. Aber sie müssen jetzt natürlich trotzdem konzentriert bleiben. Sie sind zwar 5000 Gold vorn, haben hier eine sehr gute Ausgangsposition, aber gewonnen ist das Spiel natürlich noch nicht. Power of Evil und generell ganz Origin scalen wieder unglaublich gut im Late Game. Sie haben quasi wieder eine sehr ähnliche Comp, wie sie im ersten Spiel hatten. Ja, das ist halt auch wieder mit Ezreal. Das ist das Problem, ja. Sie haben im ersten Spiel ist diese Double Scaling Comp mit einem Midlaner und einem ID Carry, der Scalen muss, überhaupt nicht aufgegangen. Und jetzt machen sie das gleiche nochmal. Ich persönlich behaupte ja, dass ein Zed alleine ein Spiel weniger closen kann als eine LeBlanc, finde ich zumindest. Weil im Prinzip Zed das macht, was eine gefeedete LeBlanc macht, aber nur alle anderthalb Minuten und sich selbst ein bisschen in Gefahr begibt, während eine LeBlanc halt super safe alle 30 Sekunden das machen kann. In dem Moment, wenn ein Bart dich fast alleine tötet. Ja, Power of Evil, der ist natürlich da. Oh, wieder! Schöner Stun! Aber jetzt? Er ist immer noch am Leben, ultet jetzt! Perks ein bisschen deep, die Ulti reaktiviert. Ja, sie wird aber trotzdem noch mitgenommen. So ist dann mit dem G2, die werden das umdrehen. Kiki ist aber zur Stelle. Trick mit dem Damage, Power of Evil immer noch am Leben. Oh, G2, ihr seid Möwen.
werden hier wahrscheinlich schon mal abgerissen werden. So ist on the Hand. Das ist natürlich ein sehr langweiliger Hand. Das ist jetzt hier auch wieder so ein bisschen gechased von Amazing. Kommt hier aber wahrscheinlich nochmal ohne Probleme weg. Trotz. Oh, na, Teleport. TP, da kommt jemand. Okay. Okay. Oh. Okay, das W sitzt. Ja, er wurde gestunt. Er kommt weg. Oh, Kikis. Aber die Rotation zum Baron erfolgt hier von Origin. Sie haben immer schon noch 10 Sekunden Zeit hier, bis Perks wieder am Leben ist. Emperor in 5, Hybrid in 5. Das könnte gut ausgehen. Sie haben Amazing, unglaublich viel DPS. Sven macht auch alles andere als wenig Schaden. Trick ist aber in der Nähe. 4000, Trick, er kann zum Held werden. 2000, Dash rüber und steal den einfach. Ja! Oh mein Gott! Amazing, was ist da los? Die Autotags werden zwar nochmal geblockt, das heißt, er stirbt nicht durch den Graves. Aber der Steal ist real. So ein gutes Spiel von Amazing. Oh und Gott. Dann kommt der Baron Steal. Ist alles das klar. Bitter. Sven geht einfach rüber, um gegen Barb zu sterben. Ah, oh, der Splash auf die andere Seite. Hybrid. Den darfst du auch nicht diesen Champion geben. Der hat einfach 4 zu 4 Schlittschuhe. Oh, das hätte das Comeback von Origin werden können. Was ist denn hier los? Alter, Hybrid. Beruhig dich. Kickers denkt sich, Leben braucht man nicht, um Turret zu pushen. Ist da auch Gold richtig? Amazing nun in der Nähe. Da ist natürlich aber auch wieder der Bart am Stissel und safety seinen eigenen Toplaner. Midlane-Turm wird fallen. Und G2 können jetzt natürlich mit dem Baron enorm viel Druck ausüben. 6000 Gold sind sie vorn. Der Baron wird auch noch da sein. Wenn der Drache wieder da ist, wäre der zweite für sie. Das ist wirklich extrem bitter für Origin. Man sieht es hier nochmal. Wir schauen mal aufs Leben von Baron. So, jetzt muss ich mir nur davor stellen. Ich glaube, es war wieder so ein Auto-Attack. 700. Nee, so aus Q. War die zweite Instanz vom... Ne, es waren einfach nur zwei. Es waren 718 Leben. 718 Leben. Das... Vor allem Amazing hatte das gleiche Level. Es war einfach besser gesmited von Trick. Das... Natürlich, man muss sagen, Smite-Duells sind fast immer 50-50. Fast immer. Also das kannst du nicht anders sagen. Natürlich, Trick hatte gerade noch die Gefahr, er musste aufpassen, nicht zu sterben und rechtzeitig rüber zu springen. Aber im Endeffekt, Smite ist Smite. Du hast nur, weil du den Baron angefangen hast, ja keinen Vorteil. Deswegen geht man dieses Smite-Duell ja eigentlich auch selten ein. Aber Origin musste es hier machen. Sie konnten nicht einfach den Baron aufgeben, weil sie in der Position sind, um was riskieren zu wollen. Oder müssen eigentlich. Und es hat halt leider nicht geklappt. Sah jetzt natürlich bitterer aus und Amazing wird jetzt wieder totgeflamed werden. Aber es ist halt im Endeffekt 50-50. Kannst du sagen, was du willst. Das ist ein Coinflip. Hier hat es leider nicht funktioniert für Origin. 6000 Gold sind sie hinten. Baron Powerplay mit 3000 Gold. Das Split-Pushen mit einem Set, was ja ohne Teleport quasi funktioniert, ist aber mit einem Baron-Buff extrem verstärkt. Also seine Möglichkeit zu pushen, 1v1s in AOP, ist nicht schlecht. Aber sie müssen sich beeilen. Ihr Team hat vergleichsweise wenig magischen Schaden, sehr viel normalen zur Verfügung. Und das bedeutet, dass halt Armor komplett OP ist. Hybrid face-checked, ultet sich selbst. Da muss man einfach mal die Dudes sehen. Oder den Drake, der Rest kommt dazu, der lebt noch! What? Der wurde aber gerettet von den Teammates. Ja, Hybrid. Sag ja, Bart kannst du nicht töten. Bart ist einfach eine Lebenseinstellung. So, der Birnbuff ist jetzt noch für 30 Sekunden da. Botlane-Turm fällt. Das ist der letzte T2-Turm im Bunde. 5 zu. Oh yeah. 5 Türme sind G2 hier vorn. Perks jetzt eventuell nochmal mit dem. Oh, das war ein schönes Q. Er hat hier sofort auf den Schatten antizipiert. Das heißt, wenn Perks den Schatten reaktiviert hätte und damit der Ult nachgesetzt, wäre er sofort markiert gewesen. Das wäre quasi lebensgefährlich. Eine eigene Ult zu aktivieren. Aber ja, sie müssen Druck aufbauen. Sobald man hier Richtung Armor geht, auf der Seite von Origin, haben sie wirklich gute Karten. Also ich meine, Maokai ist gegen so eine Komposition undying. Er wird die einfach komplett wegtilten. Ja. Warum er sich hier, um ehrlich zu sein, für die Merkurs entschieden hat, gegen zwei Autotech-Champs, also AD-Carries und ein Set, kann ich auch nicht so ganz verstehen. Aber im Endeffekt ist das Problem natürlich klar. Sowas, wenn er viel Armor hat, ist natürlich eine Wand. Aber Perks und Kikis interessieren sich dafür nicht. Emperor macht mit den Ricochets auch Schaden an der Backline. Und Sowas alleine kann hier nicht genug Druck ausüben. Als Maokai, du machst zwar deinen Job, du bist tanky, du machst Damage, aber du brauchst natürlich trotzdem eine Backline, die dich unterstützt. Und das hat er momentan leider einfach nicht. Sven hat seinen Mura-Mana, aber wieder zu spät. Er hat hier 2,5 Items, Emperor auch. Und das, obwohl der Item-Mild von Sven um einiges preiswerter ist. Braucht kein Infinity Edge. Muss nicht mit Crit skalieren. Aber der Zug ist jetzt langsam abgefahren. Und Kikis, ja, der hat hier sogar einen Höllenzepter nochmal gebaut. Obwohl sein Team eigentlich gar keinen Magic Damage hat. Und die Gegner von ihm, also Origins, auch nicht den größten Magic Damage. Aber ja, die Synergie ist einfach wichtig. Selber mehr Schaden haben. Und natürlich auch den Schaden auch ein bisschen widerstehen. Also VW wird halt eben zu viel machen. Er ist halt immer noch ein Asia. Und man merkt, die Effektivität... Er ist auch Sonya, das heißt, Perks kann ihn nicht mehr
alleine rausnehmen im Fight. Also er kann ihn zwar unter Druck setzen und vielleicht auch ein bisschen wegzonen. Die CV-Ult war jetzt eventuell aber... Also ich glaube, die dachten einfach, sie gehen noch ein bisschen weiter nach vorne und sie können jetzt einen catchen. Weil jetzt wird G2 langsam bewusst, okay, was kann unsere Komposition eigentlich? Sie kann Split pushen, das heißt, Perks geht jetzt wieder on Mission. Aber technisch gesehen gibt es einige Charaktere, die sich gegen ihn behaupten können. Also Kindred ist ja ein Set mit mechanischer Counter, so. Einfach deine Ult. Und kannst deine Leute da wunderbar retten. Aber so richtig engagen können sie halt nicht. Da wäre halt Maokai besser als Echo, muss man sagen. Mit der Sivir kombiniert. Das definitiv. Bin mal gespannt, wie G2 jetzt hier ihren 8000 Gold Vorteil in den ersten Inhibitor des Spiels umwandeln können. Baron ist in 1 Minute 50 wieder da. Drache dauert noch eine ganze Zeit länger. Also sie sind wirklich stark dabei jetzt. Zwei Level ist Perks immer noch vorn, aber das Spiel hat sich schon deutlich beruhigt und das kommt Origin natürlich zugute. Sie outscalen G2 hier gnadenlos. Wenn es Richtung 3, 4, 5 Items geht, dann ist Origin hier stärker. Punkt aus Ende. Da kann man nichts gegen sagen. G2 hat Full AD, sie haben einen sehr mäßigen Engage. Ihr CC ist nicht der höchste. Ihre Frontline ist alles andere als schwach. Oh, Perks, der ist ja alone in the dark. Ultet jetzt so gut er kann. Oh, kommt dann entweder mal da vorne. Wurde ich vergeht. Doch, so ist. Der will der aber was? Perks. Oh mein Gott. Late, my son. Sehr schön gemacht. Mit dem W kommt aber nicht mehr davon. Ist jetzt auch ein bisschen in Unterzahl. Kiki ist jetzt zwar zur Stelle, aber jetzt kommt gleich Power of Evil. Und das wird sehr, sehr tragisch. Denn sein Schaden sehr, sehr hoch. Kiki ist, kommt immer davon. So ist aber ebenfalls amazing. Zur Stelle, aber extrem gefährdet. Auseinander geeckt. Wie ist denn Sven da gerade gestorben? Neben der Kindred. Perks hatte 300, 400 Leben und springt einfach nochmal rein. Holy moly, war das gut von ihm. Ist zwar im Endeffekt trotzdem gestorben, aber hat nochmal so viele Cooldowns von Origin forciert. Da schauen wir es nochmal. Er wird eigentlich gecatcht, wollte hier nur den Blue Buff stealen. Da kommt aber der Engage von Soas. 1 gegen 4 ist das hier. Er geht rein, ultet Miffy. Das war nicht mal Sven. Flasht raus. So, und jetzt kriegt natürlich viel Damage von Trick, aber einfach nur Reactivation von der Ult. Autotech reicht, dass er hier den Schatten nicht nochmal berühren kann. Ist natürlich bitter für ihn gewesen, aber glücklich für Origin. Amazing hatte dann keine Ult mehr. Und hier reicht dann der Schaden aus. Von Emperor, der gleich kommt, ja, um Amazing den Zeitpunkt noch mal zu entscheiden. So, Emperor jetzt erst dabei und Amazing, der kriegt immer zwei Quits ins Gesicht. Kikis finisht das Ganze dann nochmal. Trotzdem ein vergleichsweise knapper Fight, lag aber auch daran, dass Perks einfach gnadenlos gecatcht wurde. Ja. G2, nun aber mit dem Baron als Folgeerscheinung. So, es ist in der Nähe. Das der ist riskant. 5 gegen 5 hier am Start. Na, aber der Schaden ist relativ hoch. Ich glaube, die haben den gleich. Sie lassen den. Na, es war schwierig, sie hatten ja nicht genug Leute. So, als hätte da reingekonnt, aber dann steigt ja das Baron Powerplay sofort an. Das Problem ist auch, jeder einzelne Team mit Teamspieler von Origin ist so wichtig für die ganze Teamkomposition. Hätten sie jetzt hier einen Spieler verloren, wäre auf jeden Fall ein Inhibitor weg. So haben sie immerhin nochmal die eventuelle Chance, ihre Base zu verteidigen. Sind jetzt aber auch schon 10.000 Gold hinten. Der dritte Drache für G2 wird wahrscheinlich in 30 Sekunden auch noch folgen. Infinity Edge ist jetzt für Emperor am Start, wobei die Rüstungswerte von Origin schon alles andere als schlecht aussehen. Also, bis auf Amazing sollte hier jeder über 100 Rüstung haben. Das gegen das Team von G2. Deswegen fühlt sich dieser 11.000 Gold Lead auch nicht so stark an, wie er letztendlich eigentlich auf dem Papier ist. Weil die Rüstungswerte einfach schon da sind. Und Kikis, der sieht diese Situation natürlich. Er weiß, sein Team hat viel Physical Damage. Geht deswegen jetzt hier sogar Richtung Liandris. Habe ich so noch nicht gesehen auf einem Echo. Macht aber gegen Soas Sinn. Wobei ich da fast schon eher irgendwas... Ja, Liandris ist halt super. Also er hat halt wirklich viel Penetration jetzt zur Verfügung. Was aber auch okay ist. Er sagt sich, na gut, meine Base-Werte sind hoch. Nehme ich noch Penetration dazu und bin halt wirklich eine Bedrohung auf dem magischen Wege, weil sie haben halt wirklich. Man könnte halt auch argumentieren, dass vielleicht froher AP-Wert besser gewesen wäre, weil seine Ult skaliert, glaube ich, 1,5 mit AP. Sein W skaliert auch über 1. Power of Evil wird währenddessen wieder geultet werden und das war nicht mal knapp. Und Power of Evil wird ebenfalls gecatcht. Oh, Power of Evil! Der schafft's gerade noch so in die Ultimate von Amazing, aber er schafft's nicht mehr am Leben zu sein. Wird gestunt. Trick mit dem Sterax übersteht die Situation. Ja, sie rennen halt mit einmal drüber. Diese kleinen Momente, wo du dich erwischen lässt, ist halt GG. Ja, beide Carries sind tot für 50 Sekunden. Ja. Das könnte eventuell sogar das Spiel sein. Sie rennen jetzt hier die Base ein. Origin hat zwar noch ihren Tank, sie haben ihren ziemlich guten Jungler, der momentan eigentlich außer dem Baron-Stil einen guten Job macht, aber der Schaden, der wird einfach nicht ausreichen. Hybrid Flash nochmal rein. Flash. Bezahlt sogar mit seinem Leben. Man ist hier sehr, sehr tief in der Base, aber kann Amazing nochmal abholen. Jetzt kommt Soas als nächstes der auf der Liste. Um. Der schafft sogar noch. Maokai, Tanky und Ende, aber die Türme werden fallen. Den Nexus hält in der Regel weniger aus und G2
gewinnt das zweite Spiel und somit haben sie die Möglichkeit, wirklich hier der, ja, der endgültige Sieger im Split zu sein. Erster Matchball somit für dieses Team. Und das wird nochmal eine spannende Kiste. Also haben jetzt hier an ihrer Leistung vom ersten Spiel angeknüpft. Perks wieder einen Assassin am Start gehabt, viel besser performt als auf dem TF. Aber ich muss auch einfach sagen, diese Scaling-Comp von Origin mit einem Ezreal, mit einem langsamen Midlaner, wie es schon im ersten Spiel nicht funktioniert hat, gefällt mir hier nicht. Gegen G2, das schnellste Team aus der EU LCS, so eine langsame Team-Comp zu spielen, ist sie nun schon zum zweiten Mal zum Verhängnis geworden. Und ich weiß nicht, Origin sollte einfach langsam aus ihren Fehlern lernen. Im zweiten Spiel, diese schnellere Comp mit der aggressiven Botlane hat so gut funktioniert. Ja. Kalista als Counterpick zur Sivir hätte mir hier auch wieder viel besser gefallen. Also vielleicht sollte man sich da nochmal ein bisschen an dem zweiten Spiel orientieren und dann könnte es eventuell in Spiel 4 klappen. Richtig, das war jetzt wirklich ein Stück weit tricky und also ich verstehe es ja, dass man das... Alles klar, Johnny, lauft euch die Kamera! Der Fakt ist, dass man sich ein Scaling aufhebt. So, das ist ja halt doch okay, dass du sagst, okay, unser Plan ist, dass wir noch einen Asia im Petto haben, aber wenn der einfach zerstört, gut, kurze Pause und dann sehen wir uns in 300 Minuten in der Analyse wieder. Bis gleich.